Es gab so etwas wie Parteitag der SPÖ. Und die Frage war überhaupt nicht, was die SPÖ will. Kein Programm, das war, also das, die man interessiert. Wichtig war nur, bekommt der Faymann mehr als 83,7% Zustimmung, wie vor 2 Jahren? Jawohl, er hat wirklich 84,2 bekommen. Das war natürlich Jubel, 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 Applaus, Applaus. So, also, ich will damit eines sagen. Diese SPÖ ist eine Versammlung von sehr kompromissbereiten Leuten, die eigentlich wirklich nicht wissen, was sie wollen. Das heißt, die Zeit ist absolut reif für eine neue Bewegung, die etwas bringt, die wirklich im Namen der Leute spricht und auch handelt. Anders als Faymann und anders als die SPÖ. Ich muss eines sagen, also der Faymann selbst ist absoluter Langweiler. Der kann nicht einmal die EVP offiziell angreifen, wo so es möglich wäre. Zum Beispiel das Ergebnis 99,1% Zustimmung bei EVP-Parteitag. Ja, ich könnte das mit Tadschikistan vergleichen oder mit irgendeiner Diktatur, das ist doch lächerlich. Ne? Nein, also der ist dazu nicht fähig. So, etwas anderes. Die Ostukraine, da hat sich seit Wochen nichts verändert, außer Temperatur, natürlich. Jetzt ist schon langsam die südrussische Kälte da und die Front verläuft wirklich 10 bis 15 Kilometer von den Stadtzentren Donetsk und Lugansk entfernt. Täglich wird geschossen, also Artillerie, Raketen. Ja. Meine alte Tante hat mir vor einer Woche erzählt, wie es im Krieg war. Die Bombardierung, das war natürlich in der Tschechei genauso wie hier in Wien. Aber damals hat man im Radio angekündigt, dass da ein feindlicher Verband gerade unterwegs ist über Linz und er erwartet in 2 Stunden in Wien. Also, die Leute sind alle in die Keller. Ja? Also das war vielleicht einmal pro Tag, das war vielleicht einmal pro Woche. Gut. In der Ostukraine gibt es keine Ankündigung. Das kann jederzeit, du kannst jederzeit sterben durch irgendeine Rakete, die einfach. Und, ja. Also, der Zustand ist einigermaßen schlechter als im Zweiten Weltkrieg. Ob man es glaubt oder nicht. Noch ein anderer Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg. Die ukrainischen Frauen, also ich meine, mit der Westukraine, natürlich. Da gibt es schon ca. 10.000 bis 15.000 tote Soldaten, zwangsregulierte Soldaten. Die meisten sind unbekannt aufgehalten. So, also, die Frauen protestieren schon gegen diesen Zustand. Und die haben in Kiew eines gesagt. Unter Hitler hat man in der Frontlinie nach maximal 30 Tagen eine gewisse Rotation und die Frontsoldaten hat man wieder irgendwo aufgepäppelt. Und diese ukrainische Armee vor Lugansk und Donetsk, die sind dort schon seit 3 Monaten und werden nicht ausgewechselt. Also die Regierung in Kiew ist eine absolut menschenverachtende Regierung. Das ist ungefähr wie im Ersten Weltkrieg. Die schicken zwangsrekrutierte Soldaten einfach an die Front und die Toten, die Leichen werden gar nicht gesammelt, die werden einfach mit Bulldozern zugegraben. Ja, wie es dort weitergeht, weiß kein Mensch. Es ist wirklich ein Stellungskrieg wie in Verdun, also im Ersten Weltkrieg. Ne? Und die Mentalität ist auch so ähnlich. Fürchterlich. Ja, wollt ihr was Positives hören? Ja, ja, bitte. Ja, es ist heute sehr schönes Wetter. Gut, okay.